Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Train Simulator. Classic, lange nicht mehr gemacht, sonst immer nur Livestreams, außer eben bei der Themenwoche München. Und da sind wir auch schon beim Thema, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Themenwoche Berlin wurde mit The Bus Linie 100 eingeläutet. Wir befinden uns theoretisch gerade, als das Video hier gerade erscheinen sollte, am zweiten Tag, den Dienstag der Themenwoche, mitten in der Karwoche. Ja, Leute, was soll ich sagen? Wir machen jetzt erstmal ein bisschen Berlin unsicher. Das Ganze natürlich auch mit sämtlichen Simulatoren, die uns die Simulationswelt hier zu bieten hat. Und dann auch mit dem Train Simulator Classic, mit der Baureihe 481 hier in Henningsdorf bei Berlin mit der Linie S25 geht es jetzt erstmal in ein paar Folgen nach Teltow statt. Damit würde ich sagen, raus aus der Pause und rein ins Getümmel. Ja, wir fahren nämlich in den Berufsverkehr rein. Das machen wir am besten, wenn wir die Batterie erstmal starten. Batterie-Hauptschalter. Unseren Schlüssel aus dem Rucksack nehmen. Den Fahrstand aktivieren. Ja, gut, wenn er das will. Geht doch. Den Hauptschalter einschalten. Die Fahrgastraumbeleuchtung einschalten. Die Türen freigeben. Ich sollte nicht mal alles kommentieren, was ich hier mache. Den Federspeicher lösen. Einbremsen und die Fahrtrichtung wählen, beziehungsweise die Höchstgeschwindigkeit. Hier ist das Ziel 60. Sehen wir dann gleich, sobald wir eben die Bremse gelöst haben. Zack. Wandert die Nadel hoch auf 60. Jetzt wieder einbremsen, weil hier ist dann halt zeigendes Signal. Nicht, dass wir versehentlich gegen Halt anfahren. Das ist ja in Deutschland ein sehr schweres Vergehen, das mit dem Tode bestraft wird. Nein, Quatsch. Es gibt in Deutschland keine Todesstrafe. Ne? Also für Leute, die eventuell der deutschen Sprache mächtig sind und im Ausland leben, keine Sorge, wir haben sie nicht wieder eingeführt. Jo, dann sind wir noch nicht ganz so fertig. Wie wäre es denn mit dem... Genau. Mit dem Zugspitzensignal. Und dann haben wir noch ein Ibis, das wir füttern müssen. Und zwar... Oh, keine Ibis-Daten. Ja, ich weiß, das ist der Shader Adaptive Bloom oder wie auch immer das heißt, der hier drauf ist. Aber irgendwie will ich ihn auch nicht rausmachen, weil er ist schon schnieke. Bloß bei den Displays, da ist er nicht so schnieke. So, Umlauf. Wir haben den Umlauf 8. Dann haben wir ein Ziel. Und das Ziel ist die 68, soweit ich weiß. Nee, Quatsch, 84. Teltow-Stadt. Der Start ist die 68 Henningsdorf. Und dann sehen wir es. Es gab ja ein Update. Fahrgastinformation starten. Jo, wir wollen die Fahrgastinformation starten. Ich mache gleich weiter mit dem Ding, was ich gerade erzählen wollte. Schön. Stromschienenlücke. Ach, das Ding ist auch just random. Ich finde das auch manchmal scheiße. Kommt irgendwie sie war gestört und sie funktioniert. Das ist auch ganz witzig. Und zwar... hat TTB ja neulich ein Update für die Baureihe 481 rausgebracht und unter anderem sind dann auch die 481 mit Rollbandanzeigen mit erschienen. Rollbänder, yeah! Oh, ich habe die schon so geliebt tatsächlich bei den Omsi Spandau Bussen. Ja. Und jetzt kann ich die S-Bahn endlich mit Rollbändern fahren. Ja. Baureihe 480 ist auch im Bau, soll ja auch irgendwann fahrbar sein. Ne? 483, 484 schon fahrbar, 481 und der wunderschöne 473, der hier liegt. Hier liegt, steht. So, fährt unser Gegenzug ein, dann haben wir nämlich jetzt auch gleich Ausfahrt. Herzlich willkommen in Henningsdorf bei Berlin. Ja, auch richtig schön mit Licht an. Wir sind die Einzigen, die das Licht aus hatten. Denn wir haben den Zug ja hier gerade erst aufgerüstet. Dann können wir in Nullstellung oder Neutralstellung gehen, denn jetzt hält uns die Haltebremse, solange die Tür noch geöffnet ist. Können wir auch hier die Tür in der Fahrerkabine öffnen. Dann, ja, das sind immer die Softkeys. Dachte ich immer, hier tatsächlich kann ich aber rausgucken. Nee, das ist nämlich dann fürs... Ibis-Gerät, für Steuerungsgerät oder wie auch immer dieses Gerät hier heißt. Keine Ahnung.
Müsste jetzt noch mal in der Richtlinie gucken, wie das Ding heißt. Total gut vorbereitet, man merkt ja schon. Ja. Was ich jetzt traurig finde, ist tatsächlich hier, dass sie halt eben wirklich die alte Farbgebung der FIT83 ohne Rollbandanzeigen gemacht haben und die neue Farbgebung der FIT81, die wir fahren, mit Rollbandanzeigen gemacht haben. Ne? So die DR-Farbgebung und hier die neue, die alte Farbgebung und die neue Farbgebung finde ich schon ein bisschen doof. Ich wollte eigentlich auch mit der alten fahren. Aber gab es halt unten nicht mit Rollband. Daher habe ich die mit Rollband genommen. Ich wollte unbedingt das Rollband zeigen, denn ich rolle das R nicht wie ein Verrückter. Jawohl, Nattel zur Stadt, bitte einsteigen. Da gehen die Türen zu, jawollo, und das heißt, wir können starten. Los geht's. Das hört sich jetzt gerade an wie jetzt auf dem Jahrmarkt hier. Wir sind auf der Kirmes, wir können starten. Los geht's. Auf in die Stadt. Eins weiß ich, was ich vergessen habe hier. Instrumentenbeleuchtung ein. AWB verlassen, man merkt, dass hier unten am HUD werden die 100 angezeigt und los geht die Reise. Jo, Siva ist auch am Start. Oh, das ist schon hübsch hier. Ein bisschen einbremsen hier, werden 60 erwartet, das heißt, wir müssen dann auch innerhalb von 400 Metern runter auf die 60. Wenn man Streckenkunde hat, macht man das nicht so grob. Ich habe keine Streckenkunde, deswegen mache ich das so grob. Brutal! Einfach mal voll in die Eisen gehen. Nächste Station, Heiligensee. Auf 80 stellen. Am Anfang können wir nämlich dann wieder, sind wir wieder außerhalb des anschließenden Weichenbereichs. Genau, hier geht es nämlich einmal rechts rüber. Nee, ich kann das eher nicht rollen. Das hat man jetzt eben in meiner Anmoderation relativ gut gehört. Das ist für einen Franke echt ein bisschen dramatisch, aber ich habe es irgendwie nie gelernt. Ich weiß auch nicht, vielleicht ist es ein Fehler im System meinerseits. Jetzt nicht, hier geht es auch schon wieder los mit den Haartafeln. Hier geht es schon wieder los mit den Haartafeln. In Zweifel nimmt man immer die letzte. Also eigentlich hätten wir die vorletzte nehmen müssen. Aber da wir die jetzt verpasst haben. Ausstieg links. Das ist schön. Da ist der schöne Doyle. Hier alle gerade noch am Aufstehen, am Aufwachen, schon Kaffee kochen. Gleich geht's zur Arbeit, Leute. Dann wird's nicht mehr lustig. Ach ja.
Schade ist es halt eben, dass man tatsächlich weder auf mitten durch Berlin noch auf der Ringbahn mittlerweile noch den Fahrplan einhalten kann, weil halt der Train Simulator die wunderschöne Angewohnheit hat. Eigentlich gleich bremsen. Wir haben noch genug Zeit. Weil halt der Train Simulator die wunderschöne Angewohnheit hat, dass du mindestens 35 Sekunden an einem Halt, wo du Personen aufnimmst, halten musst. Was das Ganze halt dann eben blöderweise bei der S-Bahn echt schon unmöglich macht, Fahrpläne einzuhalten. Es ist wirklich nur wegen der Haltezeit. Teilweise hältst du ja mit der S-Bahn nur 15, 20 Sekunden. Und nicht 35. Das sind halt einfach mal 15 Sekunden draufgeschlagen, die sich halt dann auch summa summarum auf dem Fahrplan auswirken. Schulzendorf. Dann sagt man erstmal, ja, was sind denn 15 Sekunden schon? Ja, 15 Sekunden ist so, dass wir am Ende mit 5 Minuten Verspätung wahrscheinlich in Teltow ankommen werden. Aber mal gespannt. Man muss natürlich auch richtig fahren können, ne? Also das ist auch etwas, was ich nicht kann. Gebe ich ganz ehrlich zu. Aber ich versuche mein Bestes. Das heißt, rechtzeitig bremsen, beziehungsweise gewagt bremsen, ne? So rechtzeitig, dass man immer die richtige Haartafel trifft. Auch das ist ganz wichtig. Ne? Das hier war wieder zum langsam zum Beispiel. Das H-Kurzzug, da dürfen wir nicht halten, weil sonst guckt der Hintern des Zuges noch raus. Und hier H24 Achsen oder was da drauf steht. 26 Achsen. Da müssen wir halten. Haben wir nicht geschafft. Schau an. Verdammt. Ausstieg rechts. Und das hat relativ flott. Ne? So, dass du kaum Zeit verlierst. Ich bin schon wieder so ein bisschen rangeschlichen. Wo sind die Haartafel jetzt? Ach, wir stehen ja direkt davor. Pi mal Daumen minus ein Meter. Boah, ist schon schön mit dem Rollband hier. Auch richtig schön hier die Beleuchtung. Dann hier S25. Teltow Stadt. Gefällt. Gefällt ungemein, muss ich echt sagen. Ich bin ja sowieso so ein öffentlicher Personennahverkehr-Freak. Habe ich ja schon oft genug erwähnt. Ich mag alles, was ÖPNV ist. Nee, ist wirklich so, ist wirklich so. Also, mich fasziniert das auch immer wieder tatsächlich, auch das mit den Taktfahrplänen, obwohl teilweise halt eben Taktfahrpläne auch der größte Schmarrn sind. Ja, Tegel. Das ist ja, aber Themenwoche Berlin ist schon ein bisschen gewagt, muss ich ehrlich zugeben, weil über Berlin kannst du, glaube ich, 2 Wochen Themenwoche machen und du bist noch nicht durch. Also eine Themenwoche tatsächlich pro Stadt zu machen, ist mit Berlin schon ein bisschen gewagt, weil da gibt's Omsi, da gibt's The Bus, da gibt's in den Train Simulator, dann gibt's, gut, Train Simulator gibt's, glaube ich, hoffentlich, nicht, dass ich da falsch liege, glaube ich, noch nichts für. Im Train Simulator gibt es aber diverse Strecken, wie zum Beispiel mitten durch Berlin. Dann eben die Ringbahn. Dann zum Beispiel Berlin-Leipzig, ne? Auch mit Nahverkehr. Ist ja auch öffentlicher Personennahverkehr. Da haben wir es wieder, ne? Durch Berlin durch. Dann haben wir. Gut, der Flughafen Berlin-Brandenburg liegt jetzt mittlerweile eben nicht mehr in Berlin. Also, was ist mittlerweile? Schönefeld lag nicht richtig in Berlin. Also der Flughafen Berlin-Brandenburg ist ja Brandenburg, deswegen zähle ich den jetzt nicht mehr zu Berlin, sonst hätten wir noch Tegel anfliegen müssen. Aber das ist ja nicht mehr so, ne? Ja. Dann hast du den World of Subways Volume 2, ne? Also ein alter Simulator, aber trotzdem wird natürlich ja auch noch in der Themenwoche gewürdigt. Werdet ihr dann auch alle sehen. Je nachdem, wann was zeitmäßig rauskommt.
Ist schon gewagt. Mal gucken, wie kompakt ich dort halten kann. Jetzt hat hier, gestern kam erstmal nur, gestern sei schon, doch gestern kam erstmal nur ein Video. Nächste Station, Tegel. Übergang zur U-Bahn-Linie 6. Ach, Sifa. Ich liebe diese Sifa, ne? Also ganz ehrlich, manchmal könnte ich den Knopf rausreißen. Das ist halt eine Aufforderung, Sifa. Das ist halt was anderes. Als man sonst fährt. Da war unsere Haartafel. Die schaffen wir auch nicht mehr ganz. Ah! Ausstieg rechts. Oh, ganz knapp. Ganz, also hier kommst du schon hier an das ZB9 oder ZB10. Was ist, den kann ja beides anzeigen, ne? Ich kann nicht abgefertigt werden. Jo. Einsteigen bitte nach Delta Dot. Hardcore. Ja, richtig fahren muss gelernt sein. Ich kenne auch kaum jemanden, der sich im Transmonator nicht bei irgendwie der S-Bahn Berlin verbremst hat. Das ist echt Hammer. Wir sind alles Anfänger hier. Tegel. JVA Tegel. Der Eichborn-Damm. Ja, laber doch nicht. Laber doch nicht. Nächste Station, Eichborn-Damm. Ruckler des Todes, jawollo. Nein, Quatsch. Ruckler des Todes ist ein Damm. Man darf es nicht verschreien, man darf es nicht verschreien. Aber ich habe, ehrlich gesagt, witzigerweise auf guten Paperstrecken wie die von Banyan, hatte ich jetzt Overload eigentlich echt so gut wie noch nie geschafft. Wenn dann nur auf den gemoddeten Strecken tatsächlich von DTG. Oh komm, Mädel, streng dich an. Brems. Meine Fresse, ey. Ausstieg rechts. Bist schon in der Vollbremsstellung, das Ding macht nichts.